zeigt ja schon die Wichtigkeit vom Gebet, dass es eine von den fünf Säulen ist. Ganz klar, allein das zeigt schon, wie wichtig das Gebet eben ist. Wir werden heute, inshallah, das ist eigentlich ursprünglich ein Text, den Ibn Qayyim al-Jawziya geschrieben hat. Ist ein längeres Buch oder eine Schrift, die er verfasst hat. Und davon nehmen wir diesen Teil. Ich werde euch das Arabische nicht vorlesen, weil das dauert einfach zu lang. Und jetzt für so eine Art Vortrag, wie wir es heute haben, lohnt es sich nicht, das Arabische auch zu benennen, weil ihr könnt damit jetzt nicht direkt so viel anfangen. Aber ihr sollt wissen, das Ganze, was ich jetzt hier euch gleich zitieren werde, beruht hauptsächlich, ich werde natürlich ein paar Beispiele noch mit dazu nehmen, aber hauptsächlich beruht es auf einer Schrift von Ibn Qayyim al-Jawziya aus Al-Kalamu ala Mas'alatis Sama'. Ja, er hat einen Artikel geschrieben quasi, kann man so wissenschaftlichen Artikel, würden wir heute sagen, über, zu seiner Zeit gab es eben diesen Trend, dass man viel religiöse Musik, ja, so wie Nasheed, wie wir heute Nasheed sagen würden, viel religiöse Musik gehört hat, um damit eben seinen Iman zu stärken. Und vor allem die Sufis waren bekannt dafür, dass sie viel dieser Art von Musik gehört haben. Und innerhalb dieses Artikels hat er eben geschrieben, was das Gebet eigentlich für uns Muslime sein sollte. Was für ein Genuss, was für eine Imanstärkung, was für eine Reinigung das Gebet ist. Und wer das wirklich erlebt, das Gebet wirklich so nutzt, wie es genutzt werden sollte, der braucht darüber hinaus gar keine weitere. Damit ist nichts anderes zu vergleichen. Kein anderer Genuss, keine andere Stärkung ist damit zu vergleichen, was das Gebet eigentlich für uns tun kann. Das, ja, damit ihr seht, in welchem Kontext er das geschrieben hat, und darum wird es gehen. Nochmal, wir halten fest, natürlich, wie wir alle wissen, dass der Mensch, wir, jeder Einzelne von uns, wurde für Ibadah erschaffen. Das ist unser Anliegen, dafür sind wir hier. Wenn wir gelernt haben, dass wir dieses Anliegen erfüllen müssen, dann können wir auch das Wissen über das Gebet, über die Wichtigkeit des Gebetes, auch wirklich richtig umsetzen. Wissen soll ja umgesetzt werden, oder nicht? Ja, man kommt ja nicht nur irgendwo hin, um zu lernen, und dann hat man so eine schöne 2 Stunden gehabt, oder anstrengende 2 Stunden, je nachdem. Ja, hat man so seine Stündchen verbracht, und leider hat es aber in deinem Leben nicht so viel gebracht. Sondern, ja, das wäre dann wie, kennt ihr das, wenn man, das ist kein schönes Beispiel, ja, aber wie unverdautes Essen. Ja, das trägt man so als Last mit sich rum und ist froh, wenn das dann irgendwie irgendwann mal vorbei ist. Und man sagt, oh Gott, das werde ich nie wieder essen, das vertrage ich nicht. Ja, aber genau nicht gelebte Wissen ist wie unverdautes Essen. Und noch schlimmer. Und noch schlimmer. Denn es wird wirklich eine Last sein auf unseren Schultern, die wir dann auch noch rechtfertigen müssen am Tag der Auferstehung. Ja, alles in der Schöpfung hat ein Anliegen, hat einen Sinn. Von dem kleinsten Stein bis zum größten Berg. Alles kennt, wie wir im Koran auch lesen, alles kennt sein eigenes Tasbih. Alles in der Schöpfung weiß, wie es Allah zu lobpreisen hat. Und wir Menschen, uns Menschen, wurde also auch gelehrt, wie wir Allah zu lobpreisen haben. Und die beste Art, wie wir Allah lobpreisen, ist das Gebet. Ja, also oft sagen wir, Tasbih ist etwas und Gebet ist was anderes. Aber eigentlich ist es, ja, Tasbih ist im Gebet enthalten. Wenn wir beten, dann lobpreisen wir Allah eben auch. Und zwar auf eine der vorzüglichsten Arten, denn Allah hat uns selber das vorgeschrieben. Genau, bei Ibn Majah gibt es eine Überlieferung, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'ad radiallahu anhu sagte, als er ihn nach Jemen schickte, als Botschafter für den Islam. Unter anderem sagte er zu ihm, dass, oh Mu'ad, gewiss, die wichtigste deiner Angelegenheiten bei mir ist das Gebet. Also es gibt so viel, was man jemanden beauftragt, was wir tun, was wir uns vornehmen. Aber von all diesen wichtigen Dingen, auch innerhalb der Religion, ist eine der wichtigsten Angelegenheiten das Gebet. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu, ja, abzuhaken. Ja, ja, ich bete schon. Nein, nein. Darauf muss ganz viel Konzentration und Fokus gelegt werden. Denn das Gebet ist das Gebet. Ja, also das ist schon allein ein schweres Wort. Im Koran sehen wir auch, wird das Gebet nicht nur As-Salah genannt. As-Salah, das Wort ist euch bekannt. Sondern wird sogar auch mit Iman beschrieben. Das ist in Surat al-Baqarah, ist jetzt eine längere Geschichte, warum das so genannt wird. Aber die Mufassirin sind da relativ eindeutig, dass da das Wort Iman benutzt wird, um eben das Gebet zu beschreiben. Allah wird nicht euren Iman verschwenden. Heißt was? Allah wird eure Gebete nicht verschwenden. In einem bestimmten Kontext wird das dort also mit dem Wort Iman ausgedrückt. Dann wissen wir auch aus authentisch überlieferten Hadithen und aus gut überlieferten Hadithen, dass der Unterschied zwischen Kufr und Iman, zwischen Unglaube und Glaube ist das Gebet. Also das ist nicht irgendwo so eine Randerscheinung von Religiosität. Das steht für Religiosität. Das steht für frommes Leben und frommes Benehmen, dass man eben sein Gebet verrichtet.
Dann, das Gebet wurde, jetzt zum Beispiel, viele andere Gebote wurden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Also es ist keine Kleinigkeit. Das Gebet ist das A und O, wie man sagt auf Deutsch, ist das wirklich das, der Unterschied, die Demarkierung zwischen Kufr, Unglauben und zwischen Iman. Und das kann nicht wichtig genug genommen werden. Dann wissen wir auch, dass das Gebet im Gegensatz zu vielen anderen Geboten oder Gesetzen im Islam wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei seiner Himmelsreise gegeben. Also das Gebet selber ist schon eine Art von Befehl oder Auftrag, die uns im Himmel gegeben wurde. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Also es ist eine so hohe und himmlische Angelegenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, dass der Befehl zum Gebet nicht auf dieser Welt kam, die letztliche Verpflichtung, nicht in dieser Welt gegeben wurde, sondern wirklich bei Allah im Himmel, bei der Mi'raj, bei der Himmelsreise dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde. Dann, das Gebet ist auch dadurch ganz leicht zu erkennen, dass es was Besonderes ist, ist, dass das Gebet in allen Umständen geboten ist. In allen Umständen. Ob bei Furcht, da wurde uns das Furchtgebet gelehrt. Ob auf Reise, gibt es das Reisegebet. Wenn man krank ist, ja, also nicht bewegen kann, soll man im Liegen beten. Wenn man nicht stehen kann, soll man im Sitzen beten. Also es gibt kaum, also es sei denn Ohnmacht oder wirklich, ja, dass du nicht bei Sinnen bist oder halt du bist noch nicht verpflichtet wegen deinem Alter oder warum auch immer oder bestimmte Umstände. Es sei denn diese Umstände, aber alles außerhalb ist das Gebet in allen Umständen, Lebenslagen geboten. Und es ist uns bis zum Tod geboten. Bis zum Tod, zum Beispiel jetzt Fasten ist einmal im Jahr, Hajj ist einmal im Leben, Zakat ist einmal im Jahr. Shahada sagst du einmal und dann, ja, okay, sollst du deinen Iman immer wieder erneuern. Aber ja, ist auch relativ schnell abgehakt. Aber das Gebet ist etwas, was bis zum Tod, solange man dazu in der Lage ist, übrig bleibt. Sogar wenn der Dajjal kommt, kennt ihr die Hadithe, wo die Zeit hier anders sein wird? Ja, ein Tag wird anders vergehen als den Tag, den wir jetzt so kennen. Die Zeit wird andere Abstände haben und die Sahaba fragten, ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wie machen wir das mit dem Gebet dann, wenn ein Tag auf einmal so viel länger ist? Und er sagte, ihr schätzt die Zeit ab. Also er hat nicht gesagt, ja, dann lasst ihr halt das Gebet. Dann betet ihr halt so, ne, wie es für so einen langen Tag angemessen ist. Nein, ihr schätzt die Zeit ab und verrichtet trotzdem so gut ihr könnt eure Gebete. Also wirklich bis zum letzten Moment sollen wir an unseren Gebeten festhalten. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Dieser Ibadah, keine andere Ibadah, hat eigentlich diesen Anspruch an unsere Zeit, an unsere Energie, an unsere Hingabe, wie das Gebet. Ganz, ganz wirklich was Besonderes. Dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte auch, und er machte nicht oft solche Arten von Dua, er machte Dua gegen, also er verfluchte quasi die Mushrikin. Das war bei der Schlacht von Ahzab, die Grabenschlacht, wenn euch das was sagt. Und zwar mussten die Sahaba, die Muslime, so kämpfen, das war so intensiv der Kampf, dass sie sich nicht von dort loslösen konnten, um das Nachmittagsgebet zu verrichten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann, weil sie haben das Nachmittagsgebet dann verpasst, und er sagte, möge Allah die Häuser und Gräber dieser, der Mushrikin, mit Feuer füllen. Sie haben uns nicht das Nachmittagsgebet verrichten lassen. Ja, also wegen einem Nachmittagsgebet hat er einen Fluch auf die Feinde geschickt, was er normalerweise, also man kann abzählen an zwei Händen, wie oft der Prophet sallallahu alaihi wasallam Menschen verflucht hat, ja, oder eine solche Dua gemacht hat. Dann sollen wir unseren Kindern auch das Gebet beibringen und wir sollen sogar auch, wenn sie das Gebet mit 10 Jahren verweigern oder träge sind damit oder wie auch immer, dürfen wir auch Strenge walten lassen. Ja, also das Gebet ist etwas so Wichtiges, dass die Disziplin relativ früh in Kindheitsjahren schon die Weichen gestellt werden sollen und mit allen Mitteln, legale, ja, und moralische Mittel, das auch wirklich beigebracht werden soll, dass das Kind daran, von Anfang an schon daran gewöhnt wird. Dann bei Fathul Bari haben wir ein Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er im Sterben lag, also es ist wirklich, wenn man das alles mal so auf einen, ja, zusammengefasst mal sieht, dann merkt man echt, subhanallah, als ob es nur ums Gebet gehen würde. So wichtig ist das. Als er im Sterben lag, sallallahu alaihi wasallam, waren seine letzten Worte, As-salatu as-salah wa ma malakat aymanukum. Das Gebet und der Besitz eurer rechten Hände. Also achtet das Gebet, achtet das Recht von Allah und achtet die schwächsten Menschen unter euch, nämlich eure Knechte und Mägde. Weil wenn die gut versorgt sind, dann ist das ein Zeichen, dass ihr es verstanden habt, dann seid ihr eine gerechte und anständige Gesellschaft, wenn ihr diese beiden Rechte, die Rechte der Schwächsten, soziale, menschliche Ebene und das Recht Allahs, das Wichtigste, nämlich das tägliche Gebet. Genau, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch voraus, dass es in der letzten Zeit, und ihr Lieben, wir befinden uns in der letzten Zeit, ja, also nach dem Kommen des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis Yawm al-Qiyamah, das gilt schon als Endzeit und wir sind in dieser Endzeit immer noch mehr noch in der Endzeit, ja. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte voraus, dass in dieser letzten Zeit
dieser Welt, würde der Islam nach und nach verschwinden. Er sagte, bei Sunan ibn Majah heißt es, dass der Islam wird verschwinden, so wie der Muster auf einem Stoff verschwindet. Wisst ihr, wenn man ihn oft wäscht, dann ne, verschwinden diese Geschnörkel und so weiter, ne, wird immer blasser. So wie ein Muster auf einem Stoff verblasst, das Hadith ist ein bisschen lang, ich fasse euch das zusammen. Und es wird nur noch einen alten Mann unter den Muslimen geben, also es wird kein Gebet, kein Fasten, kein Zakat, das alles wird es nicht mehr geben. Und es wird einen alten Mann unter den Muslimen geben, der sagen wird, ja, wir haben unsere Vorväter gehört, dass sie sagten, La ilaha illallah, und deswegen sagen wir das auch. Und die Sahaba fragten, ja, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, was wird ihnen dieses La ilaha illallah nützen, wenn sie kein Gebet, kein Fasten und kein Opfern für Allah haben und keine Sadaqa? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat darauf nicht geantwortet. Und Hudhayfa ist der Überlieferer von diesem Hadith, der hat dann auch seinen Schülern nicht geantwortet, bis sie mehrmals fragten. Und dann sagte er, Hudhayfa, also der Überlieferer von diesem Hadith, dass, oh du, der mich fragt, wie wird ihnen das nützen? Es wird sie vor dem Feuer bewahren. Ja, dieses La'il, weil es nichts anderes mehr geben wird. Das ist das, woran sie noch festhalten, vom Dien, von der Religion. Und das wird dann Genüge sein, um sie, wenn Allah will, vom Feuer zu bewahren. Bei Ibn Majah, von Ibn Majah überliefert. Genau, und deswegen, wenn wir dann sehen, dass es in vielen Kulturen unter uns Muslimen leider, was das Gebet angeht, sehr mangelt. Ja, viele verpassen das Morgengebet, viele haben das Nachtgebet, nehmen es nicht so ernst, Mittag sowieso nicht, weil man auf der Arbeit ist. Ja, also es ist eine Kultur geworden von, dass die wenigen Gesegneten überhaupt noch fünfmal beten und die anderen sind halt so, ja, ich bete halt nicht fünfmal, ich bin halt nicht so streng. Ja, so diese Haltung hat man gegenüber dem Pflichtgebet. Das ist natürlich problematisch. Das ist ein Zeichen der Munafirin auch. Klar, es hat mit Wissen auch zu tun, wie wir gesehen in dem Hadith. Manchmal ist nichts anderes mehr da. Und die Leute wissen nicht besser und die denken, man muss nicht beten oder warum auch immer, da muss man schauen. Aber an sich ist es ein Zeichen von Munafirin. Sie werden beschrieben im Koran, als dass sie nicht kommen zum Gebet, außer dass sie träge sind. Ja, sie kommen träge zum Gebet. Also Augendienerei zu betreiben im Gebet, träge zu kommen im Gebet, sich zu verspäten ständig, was das Gebet angeht. Immer auf den letzten Drücker zu beten, immer zu spät zu beten. Allahs wenig zu gedenken im Gebet, all das sind Zeichen der Munafirin. Auch an der Jama'a nicht teilnehmen, ja, von den Moscheen sich fernhalten. Ob man jetzt denkt, dass die alle es ja nicht verstanden haben und deswegen will man nicht zur Moschee, oder ob man halt mit Muslimen nichts zu tun haben will, je nach, also beide Extreme, links und rechts, ja, beides sind Extreme, von der Jama'a sich fernhalten ist auch ein Zeichen der Munafirin. Diese ganzen Zeichen der Munafirin, die ich euch gerade zusammengefasst habe, das ist auch von Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ja, nicht, dass ihr denkt, woher hat die das? Er beruht das auf Hadithen und auf Koran-Ayat und er sagt, das sind, was das Gebet angeht, alles Zeichen der Munafirin. Genau, Ibn Taymiyyah sagt, dass der das Gebet lässt, ist schlimmer als der Dieb, der Trunkenbold, etc. etc. Ja, also, weil das Gebet ist quasi die Basis, ja, die deiner Religion eine Basis gibt. Wer diese Basis lässt und oben dann irgendwelche Sünden macht, das ist schlimmer, diese Basis zu lassen. Möge Allah uns alle zum Gebet zurückfinden lassen, unsere Familien, unsere Kinder, alle zu den Betenden gehören lassen. Genau, dann wissen wir auch natürlich, bei der Mi'raj hat der Prophet sallam, der Prophet sallam wurde mitgenommen in den Himmel und ihm wurden Leute gezeigt, die gestraft wurden. Und er sah einen, dessen Kopf verletzt wurde, immer wieder mit einem Stein. Und er fragte, was ist mit dem? Und es wurde gesagt, das ist der, der den Koran lernte und ihn dann vergaß. Und wenn es Gebetszeit war, er liegen blieb und weiter schlief. Ja, also was das Gebet anging, war er ein Raffler, war ihm egal, ob Gebetszeit ist oder nicht. Er hatte seine eigenen Zeiten, hat geschlafen, wenn Gebetszeit war. Möge Allah uns bewahren. Dann steht natürlich auch im Koran, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ja, wehe den Betenden, die ihren Gebeten gegenüber vergesslich sind. Wehe denen. Ja, also noch nicht mal wehe den Nichtbetenden, sondern wehe denen, die beten, aber ihren Gebeten gegenüber vergesslich sind. Also diese Raffler, diese Unachtsamkeit, dieses mir doch egal, das ist, was da mit angedeutet wird. Genau, dann heißt es weiter, das Gebet ist ein Symbol des Iman. Lasst uns das mal wirklich nochmal so dreimal sagen. Das Gebet ist Symbol des Iman. Das Gebet ist Symbol für Iman. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie ist mein Iman, ja, das Gebet ist Symbol des Iman, dann wird im Koran auch das Gebet beschrieben als وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, sucht Hilfe im Gebet und in der Geduld. Das Gebet ist ein Hilfsmittel. Wenn wir mal an alles so denken, wo wir Hilfe suchen, ja,
von Medizin bis Beratung, bis beste Freundin anrufen, bis forschen im Internet, was macht man alles so, um sich zu helfen? Das Gebet ist ein Hilfsmittel. Betrachten wir das Gebet so? Betrachten wir unsere Gebete als ein Hilfsmittel, um mit Dingen, Schicksalsschlägen, was weiß ich, Prüfungen, fertig zu werden, um das Ganze zu schaffen. Das Gebet ist ein Hilfsmittel und das Gebet ist natürlich Kühle der Augen.